Hallo, wir befinden uns gerade in einem der Operationssäle in der Venevidigios-Augenklinik. Hier ist eigentlich ein Operationssaal, wo Augenlaserbehandlungen durchgeführt werden. Und ich möchte euch gerade unser höchst innovatives Lasergerät vorstellen. Das ist von der Firma Schwind Amaris Lasergerät mit dem höchstgelegenen Modell 1050 RS. Was macht dieses Augenlasergerät genau? Mit dem können wir fast alle möglichen Laserbehandlungen durchführen. LASIK-Behandlungen, E-LASIK-Behandlungen, Femto-LASIK-Behandlungen und ganz besonders die Trans-PRK No-Touch-Laser. Trans-PRK No-Touch-Laser haben wir zum ersten Mal in der Türkei mit diesem Lasergerät hier in Istanbul begonnen. Wir sind der Führer dieser Technik. Und diese Technik hat natürlich auch viele Vorteile, wenn man sie mit anderen Lasertechniken vergleicht. Bei dünnen Hornhäuten, wo die Hornhaut nicht dick genug ist und wo der Patient für die anderen konventionellen Laserbehandlungen nicht in Frage kommt, kann uns die Trans-PRK-Technik mit Schwind Amaris 1050 RS weiterhelfen. Auch bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Solche Hornhäute sind auch nicht gute Kandidaten für eine konventionelle Laserbehandlung. Auch in solchen Fällen können wir mit Trans-PRK fortsetzen und die Patienten ganz gründlich behandeln. Hier ist das Schwind Amaris Lasergerät 1050 RS. Das ist ein höchst innovatives Lasergerät, das uns jetzt zur Verfügung steht. Mit diesem Lasergerät führen wir die Trans-PRK-Behandlungen durch. Trans-PRK oder mit dem anderen Namen No-Touch-Laser wird angewandt, besonders bei Patienten, deren Hornhäute nicht dick genug ist für konventionelle Methoden oder bei denen Hornhaut-Oberflächenunregelmäßigkeiten auftreten, die auch mit normalen Lasergeräten nicht behandelt werden können. Also, hier steht uns ein wirklich höchst innovatives Lasergerät zur Verfügung und wir sind sehr froh darüber, mit einem solchen Gerät arbeiten zu können.